Was kannst du jetzt speziell aus der Veranstaltung mitnehmen? Nach Straßburg wirst du da auch irgendwas ins Training mit reinnehmen? Ja klar, also es gibt ja schöne, also gute Ansätze, wo jetzt auch meine Trainerkollege hat. Und natürlich auch der Austausch jetzt hat, wo ich jetzt die Tage jetzt gestern Abend jetzt gehabt habe, den ganzen Tag auch gestern, wo ich einfach sagen muss, allein schon durch den Austausch hat man wieder neue Anregungen, neue Gedankenzüge. Ja, man hat über gewisse Trainingsübungen gesprochen und einfach zu sagen, ach, das ist ein guter Ansatz, den nehme ich mit. Und ja, da ist schon die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich baue das ein, weil es auf die Philosophie von uns passt, ja. Es wird eigentlich nicht allzu oft angesprochen, dass der Erfolg geht eigentlich eher, spricht man dann in den Medien nur über den normalen Trainer. Jetzt hattet ihr gerade einen Riesenerfolg 2019. Was würden Sie sagen, wie viel Prozent hängt da auch am Torwarttrainer an solchen Erfolgen? Ja, der Torwarttrainer hat ja ganz klar auch seine Beteiligung mit der ganzen Geschichte, weil er einfach auch tagtäglich mit den Torhütern arbeitet. Und da, denke ich mal, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt auch, ja.